unserem Koch Daniel Hagen-Wolf vom Landgasthof Wolf. Ich freue mich sehr in Grasellenbach. Wir machen eine kulinarische Reise nach Italien. Die Schwiegermama kommt aus Italien. Und ich freue mich jetzt darauf, was wir machen. Also, ich muss es kurz sagen, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt hier im Studio wären, die Crew, die hier drumherum steht, die kam vorhin rein, hat nur gedacht, mein lieber Herr Gesangsverein, ich habe Hunger. Und so geht es mir jetzt auch gerade. Es duftet schon so lecker, wir machen Ravioli. Genau. Also Ravioli, ich habe mich nie dran getraut, ich habe noch nie selber Ravioli gemacht. Ist das wirklich so einfach, wie man immer sagt? Also ein bisschen Übung sollte man schon drin haben, so. Aber wenn man es mal gemacht hat und dann weiß man, wie es funktioniert, und dann ist es überhaupt gar kein Problem. Anfangen muss man mit einem schönen Nudelteig, der ist auch gar nicht schwer. Sind 600 Gramm Mehl, 6 Eier, 40 Gramm Butter, 30 Milliliter Wasser und das war's auch schon. Und dann tun wir den Teig, wie gesagt, eine Viertelstunde lang in der Maschine laufen lassen, in Folie einwickeln, da muss eine Stunde ruhen. Wieso das ist Stunde? Wichtig, dass sich der Kleber im Mehl, dass er sich wieder entfaltet, also dass man ordentlich ausrollen kann, dass er nicht reißt beim Ausrollen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, besonders wenn man sie dann kocht und dann zerflettert alles, das wäre nicht so gut. Wie gesagt, ja, das wäre schlecht. Dann haben wir hier eine Bahn ausgerollt und haben dann hier schon mal ausgestochen. Man kann das hier mit so einem Ausstecher machen, dass man einfach hier aussticht. Dann geben wir jetzt dann hier oben dran das Ausgestochene drauf, machen die Füllung rein, klappen zusammen und haben dann einmal eine Ravioli. Und das war's schon? Das war's schon. Man kann natürlich auch zuklappen und dann so die Ravioli ausstechen, geht natürlich auch. Wäre das die italienische Variante? Da gibt's verschiedene. Da gibt's verschiedene. Dann hat man natürlich auch, was wir jetzt in Italien machen, das natürlich auch gleichmäßig aussieht, das Ganze. Und dass es schneller geht wahrscheinlich auch, oder? Man macht eine Nudelbahn drauf, dann die Füllung oben drauf. Ein bisschen einpinseln ist wichtig, eine zweite Nudelbahn. Und dann sind hier scharfe Kanten. Und dann kann man im Nudelholz drüber rollen. Und dann kommt, wie gesagt, die Ravioli dann raus. Dann machen wir das jetzt auch. Ich freue mich sehr darauf. Was machen wir denn als Füllung? Was haben wir denn da vorbereitet? Genau, das Motto ist ja italienische Kräuter. Und da brauchen wir einen Teig. Dafür haben wir hier einmal Kartoffel gekocht. Ganz auch hier wieder egal, ob hart oder weichkochend? Was Sie übrig haben vom Vortag, das ist völlig egal, was Sie gerne möchten. Da können Sie jede Kartoffel nehmen, das ist egal. Dann haben wir hier eine Pfanne schon ein bisschen vorgeheizt, da geben wir ein bisschen Olivenöl rein. Olivenöl? Ja, genau. Aber Olivenöl ist doch, heißt doch immer, man soll nicht mit Olivenöl anbraten, aber jetzt doch? Oder die Italiener braten nur mit Olivenöl an? Ich erkläre es Ihnen gerade, und zwar, Olivenöl hat einen Rauchpunkt, einen sehr niedrigen Rauchpunkt. Ah. Aber da wir jetzt hier Chili und Knoblauch anbraten, das sieht man dann vielleicht auch jetzt schon schön, wenn wir das sehr hoch erhitzen würden, dann würde der Knoblauch schon bitter werden und dann hätte sich sowieso erledigt. Deswegen haben wir hier niedrige Temperatur, tun den Knoblauch schön leicht anschwitzen und geben jetzt dann unseren vorblanchierten Spinat dazu. Also wie gesagt, bei wenig Hitze, wenn Sie was scharf anbraten möchten, dann kein Olivenöl. Dann Pflanzenöl oder genau, was halt Fett. Was einen hohen Rauchpunkt hat. Ja, okay. Sonnenblumenöl, Rapsöl ist dafür geeignet. Kokosöl geht auch, ne? Geht auch. So, jetzt würzen wir das Ganze kräftig mit Salz, Pfeffer, die Füllung. Dann schwitzen wir das Ganze schön hier an. Sie können natürlich jetzt zu Hause, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Rucola, den können wir mit dazu packen. Sie können sämtliche Kräuter aus dem Garten mit hier dazu packen, das ist völlig egal, erlaubt ist, was schmeckt. Also könnte ich jetzt auch sagen, weil ich esse gerne Steinpilze, es ist ja bald wieder soweit, Steinpilzsaison. Man könnte jetzt auch eine Steinpilzfüllung machen. Wir könnten auch eine Steinpilzfüllung machen. Allerdings müssen wir da aufpassen, wenn Sie jetzt mit frischen Steinpilzen arbeiten. Sie würden sie mit Zwiebel und Knoblauch ein bisschen anschwitzen. Das ist ganz wichtig, wenn Sie es mit Steinpilzen machen wollen, dass die Feuchtigkeit und aus dem Steinpilz rausgeht. Dass der nicht so nass ist, sonst ist nachher der Nudelteig ist dann zu feucht. Und dann kannst du sehen, dass die Nudel reißt. Und das wollen wir ja nicht bei der Füllung haben. Ah, das bedeutet also, die Füllung darf nicht zu feucht sein. Genau. Damit nicht alles nachher im Wasser sozusagen rumschwimmt. Richtig. Okay. Das heißt, man tut es dann immer mit ein bisschen Parmesan, auch eventuell ein bisschen binden. Parmesan, ein bisschen Semmelbrösel, dass das ein bisschen trocken aufgesaugt wird. Und dann ist das eine tolle Füllung. Wie gesagt, wir geben jetzt hier ein bisschen Butter mit dazu. Die Füllung geben wir jetzt hier mit dazu. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt sagen, Ravioli heute Abend, Freunde, das wäre schön. Das Rezept gibt's bei uns auf der Hallo Hessen Internetseite. Und wenn Sie jetzt schon Ihr Handy parat haben, könnten Sie gegebenenfalls auch mit dem OK
QR-Code-Scanner ans Fernsehen drangehen und das Ganze abscannen, dann haben Sie auch sofort den Link zu unserem Rezept. Riecht das gut. So, noch ein bisschen Parmesankäse dazu. Parmesan ist eh immer wichtig in Italien, ne? Überall. Also ich bin kein Gericht, fehlen. Wo kein Parmesan mit dabei ist. Der darf nirgendwo fehlen. Das ist auch immer das Tolle, wenn man wirklich an einem Sonntagabend, ist ja mal so, und es ist viel Betrieb und man hat sich, normalerweise machen wir das nicht, aber man hat sich verschätzt mit dem Parmesan, dann weiß man immer, man kann kurz durch den Garten laufen, nach Hause, weil die Frau immer ein Stück Parmesan zu Hause hat. Das ist natürlich geschickt. Ja, also Italiener das heißt, haben immer, immer Parmesan. Immer, es ist immer Parmesan im Haus, immer. Das ist nicht, und wir, also wir wissen jetzt, die haben es nicht weit von Arbeitsstätte rüber nach Hause. Das ist doch auch schön. Genau, also gerade über den Garten und dann sind wir schon da. So, so, jetzt kommt die Füllung rein. Jetzt geben wir hier gerade ein bisschen Füllung drauf und das Ganze ist schon ganz einfach. Wir klappen nur noch zu. Das ist ja easy. Machen auf und haben dann hier unsere fertige Ravioli. Toll, also das ist ja super einfach. Das ist ja super einfach. Ins Kochwasser geben. Liebe Zuschauer, wir haben da jetzt Kräuter rein. Kräuter ist auch mein Stichwort, denn wir haben Ihnen vor ungefähr 7 Wochen Kräuter zugeschickt, die Sie bei sich zu Hause einpflanzen oder sehen konnten. Und wir waren einfach mal gespannt, wie das Ganze jetzt bei Ihnen zu Hause aussieht. Da sind ganz, ganz schöne Bilder zugeschickt worden. Zum Beispiel von Dagmar Schönle aus Darmstadt. Das ist die Petersilie, die nach oben wächst. Ganz klein ist sie noch. Aber da kommt bestimmt bald noch ein richtiger Schub und dann kann man das Ganze auch zum Beispiel für eine Pasta wunderbar nehmen. Oder Stefanie Lott aus Riedstadt-Leheim. Unsere Salatrauke ist auf dem Bild 7 Tage alt, wächst und gedeiht. Nach 7 Tagen sieht das doch gar nicht schlecht aus. Sehr, sehr schön. Also wenn Sie auch noch mal Fotos haben von der Aussaat, die wir Ihnen geschickt haben, schicken Sie uns die Bilder gerne zu. Dann kommen Sie vielleicht auch bei uns hier in der Sendung mit Ihrem Gewächs aus dem kleinen Garten. Sehr, sehr schön. Wir gucken jetzt aber wieder in unseren großen Kochgarten sozusagen. Die Kräuter, die sind drin. Jetzt kommt das Ganze ins Wasser. Wie lange muss man denn die Ravioli jetzt im Wasser kochen? Und darf das Wasser kochen oder darf es nur so ein bisschen also, wir haben vor sich jetzt hin auf Stufe 7 stehen. Es kann ruhig ein bisschen leicht köcheln, wenn wir die Ravioli reingeben. Und die Kochzeit bei frischen Nudeln, so wie wir es jetzt hier haben, liegt bei 2-3 Minuten. Weil Sie müssen überlegen, die Füllung ist ja schon gegart. Der Spinat und auch die gekochte Kartoffeln. Und dann machen wir uns noch eine kleine Soße dazu. Oh, mit was machen wir die Soße? Ich guck mal drauf, ist das? Einfach nur eine schöne Butterflocke rein. Und in diese Butterflocke schneiden wir dann frische Kräuter dazu. Wie gesagt, was in Italien alles ist. Bisschen frischen Rosmarin, Oregano, Basilikum, die ganzen Kräuter, können wir, alles, was Sie im Garten haben, können Sie da auch mit reinschnibbeln. Das klingt sehr gut und ich schnibbel jetzt auch und zwar hier auf meinem Teller. Ich muss es jetzt leider probieren. Ich kann nicht mehr warten. So. Kann nichts sagen. Das ist ganz schön lecker. Das ist ganz schön lecker, muss ich sagen. Wunderbar. Also, liebe Zuschauer, wir halten noch mal fest. Nudelteig 1 Stunde lang auf alle Fälle ruhen lassen, wenn Sie den gemacht haben. Dann ausrollen. Wenn Sie keine Nudelmaschine haben, dann geht es sicherlich auch mit dem Nudelroller, oder? Sehr, sehr schön dünn ausstechen und dann mit den Kräutern oder dem Inhalt, den Sie haben möchten, füllen und das Wasser nicht ganz so arg kochen lassen, durchziehen lassen und dann guten Appetit, dann haben Sie hausgemachte eigene Ravioli. Besser geht's ja gar nicht. Jetzt kommt noch ein bisschen Parmesan drüber. Lecker!